Hallo zu Ihrem Wetter. Für viele gab es heute endlich mehr Sonnenschein als Wolken wie hier in Heidelberg am Neckar. Die Sonne muss sich aber noch ins Zeug legen, um das bisherige Defizit wieder rauszuholen. Mit 68 Stunden im Schnitt fehlen über 60% Sonnenschein und damit auch Wärme. Der April ist bisher um mehr als 4 Grad zu kühl. Wenn man sich die Tiefstwerte anschaut, ist das auch kein Wunder. Fast überall wieder Frost, nur direkt an den Küsten bleiben die Temperaturen positiv. So langsam kommt aber mildere Luft, und zwar von Osten. Diese bringt aber auch Feuchtigkeit mit sich, also bekommen wir heute Nacht von dort einen Mix aus Regen und Schnee. Diese Wolken und Niederschläge erstrecken sich morgen einmal quer über die Mitte Deutschlands und ziehen ein wenig weiter gen Süden. Dabei fällt nur in den höheren Lagen Schnee, sonst ist es meist Regen. Und es gibt natürlich auch Sonne. Am sonnigsten wird es an der Nordsee mit 10 bis 11 Stunden. Aber auch an den Alpen ist die Sonne gut vertreten. So kann sie ihr bisheriges Defizit allmählich aufholen. Mit den Temperaturen wird das schwieriger. Die schaffen morgen nur 4 bis 13 Grad. Da ist also noch Luft nach oben. Aber es geht aufwärts in den nächsten Tagen. Zumindest mit den Temperaturen. Das Wetter bleibt dagegen vor allem im Osten und Süden bescheiden und bringt auch immer wieder etwas Niederschlag. Ihnen einen schönen Abend in Sat.1.